Dieses Mal geht es um einen wirklich unheimlichen Yokai, dessen Legende in Japan unter vielen Menschen Angst und Schrecken verbreitet. Es geht um den Teke-Teke. Teke-Teke sind rachsüchtige Geister, die in vielen urbanen Legenden auftauchen. Fast immer erscheinen diese Wesen in der Gestalt einer Frau. Doch gibt es auch Erzählungen, in denen der Teke-Teke auch ein Mann sein soll. Ohne einen Unterleib zu besitzen, soll sich der Teke-Teke mit Hilfe seiner Ellenbogen oder mit dem Stützen seiner Unterarme auf dem Boden fortbewegen. Das unverwechselbare Geräusch, welches verursacht wird, wenn dessen Körper auf dem Boden schleift, verleiht diesem Yokai seinen Namen, Teke-Teke. Es wird dem Monster nachgesagt, dass es seinen Opfern in dunklen Straßen, an leeren Bahnhöfen oder allgemein an menschenleeren Orten auflauert. Man mag es kaum glauben, doch obwohl Teke-Teke die Beine fehlen, soll es so schnell sein, dass es sogar ein schnellfahrendes Auto einholen kann. Selten entkommt jemand dieser schrecklichen Bestie, denn wenn der Yokai dich erwischt, so wirst du sterben müssen oder du wirst selbst zu Teke-Teke. Meist soll Teke-Teke eine Sichel bei sich führen, nur um ihre Opfer damit auf grauenvolle Weise in zwei zu teilen und ihnen die Beine zu rauben. Leider weiß man nicht genau, wie dieser Yokai entstanden ist. In einigen Geschichten soll Teke-Teke ein Opfer eines tragischen Unfalls gewesen sein, in anderen jedoch soll es Selbstmord begangen haben. Obwohl die meisten Erzählungen davon berichten, dass man sich vor Teke-Teke nicht schützen könne, soll es Überlieferungen geben, in denen es heißt, dass es Schutzzauber gibt, mit denen man den Zorn des rachsüchtigen Geistes entgehen kann. Eine beliebte Sage in Japan erzählt von einem jungen Studenten, der spät in der Nacht auf dem Heimweg an einer jungen Schule vorbeigeht und plötzlich in einem Fenster im Erdgeschoss ein wunderschönes Mädchen erblickt, das sich, wie es scheint, aus dem Fenster lehnt. Der junge Mann fragt sich, was denn ein Mädchen zu so später Stunde in einer jungen Schule zu suchen habe, und er entschließt sich dazu, sie darauf anzusprechen. Doch auf einmal macht die junge Dame einen Satz aus dem Fenster. Erst jetzt erkennt der Student, dass sie keinen Unterleib besitzt. Starr vor Schreck ist er unfähig, einen Schritt zu machen und wegzulaufen. Doch das Monster robbt in Windeseile auf ihn zu. Am nächsten Morgen wird seine Leiche entdeckt, doch seine Beine waren verschwunden.